Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch und zwar habe ich bei der lieben Dani von Wachsmacherei die Golden Days Mystery Box bestellt und komme jetzt endlich mal dazu, es abzudrehen und schaut euch diese riesen Box an, Leute. Tada! Die ist einfach so riesig, diese Box. Und wie schön die bitte ist, in diesem altrosa Ton mit einem Henkel und hier diesem kleinen Puschel dran. Also ich bin schon richtig gespannt. Wisst ihr, was für eine Überwindung das war, dieses Schätzchen zu Hause stehen zu haben und nicht reinzugucken und nicht anzudüfteln? Also da war ich ehrlich ganz eisern und habe nicht reingeguckt, habe nicht angedüftelt. Und ja, da ja Dani so eine schönes Zettelchen mit dabei hat, wo die ganzen Düfte draufstehen, werde ich euch die nicht einblenden, weil ich kann sie ja jetzt gerade hier vom Zettel ablesen. Genau, ich hoffe, das ist okay für euch. Und dann fangen wir einfach mal an. Juhu! Geht schon, Deckel gar nicht auf. Okay, es geht echt schwer. Na? Einmal der Deckel abgeflogen, okay. Ich hatte die Box schon einmal geöffnet, weil ich gesehen habe, dass hier die Goodies drin sind. Und die würde ich sagen, machen wir auch zum Schluss, weil ich will jetzt endlich die richtigen Düfte, die da drin sind, riechen. So. Oder ist schon irgendwas mit Banane? Ich rieche es schon richtig dolle. So. Dann greife ich jetzt einfach rein und... Ach, riecht das schön. Greife einfach rein und los geht's, Kinder. So, der erste Duft, den wir hier haben, ist Eisblumen am Fenster. So ein kleines Blümchenmeld. Und ich habe mir gedacht, ich mache so, ich schnupper erstmal dran, was es so sein könnte. Und dann lesen wir zusammen. Finde ich immer ganz spannend, was so die Nasen wahrnehmen, wenn man gar nicht weiß, was drin ist. Ja, und das ist was Minziges. Kann natürlich sein, dass ich mich dadurch den Namen irgendwie irritieren lasse, aber ich rieche was Minziges. Ich rieche was Florales, Rose vielleicht. Vielleicht so, auch so ein Ticken, irgendwelche Frühlingsblumen. Dann ist es ein bisschen cremig. Aber vorrangig wirklich ein minzig-floraler Duft. Und das könnte so eine süßliche Pfefferminze oder sowas sein. Und ich meine auch irgendwie so ein bisschen Blattgrün oder... Jetzt werfe ich auch noch das Melk weg. Meine auch noch so ein bisschen grüne Noten, so Stängel und Blätter und so zu riechen. Ja, da gucken wir mal. Eisblumen am Fenster. Ich muss natürlich jetzt erstmal suchen, wo der steht. Eisblumen am Fenster. Ein besonderer Duft von kühler Minze, zarten Blütenakkorden, Rosenwasser und weißem Tee. Gefrostete Mandarine und japanische Jutsu-Frucht sowie zarte Nuancen von Kaschmir und Sandelholz. Okay, also das Rosenwasser-Rose habe ich tatsächlich rausgerochen. Die Minze habe ich auch gerochen, logischerweise. Blütenakkorde, ja, da weiß man halt nicht, was es ist. Aber Mandarine, Tee, Kaschmir und sowas. Und Sandelholz, okay, ich hatte gesagt, das ist ein bisschen cremig, deswegen könnte das vom Kaschmir oder vom Sandelholz kommen. Ja, alles in allem ein schöner Duft. Also da freue ich mich drauf, den teste ich sehr gerne mal aus und der ist für mich irgendwie so ein bisschen allround. Also den kann man jetzt düfteln, den kann man aber auch später düfteln. Ich muss halt mal schauen, wie mir diese Minznote dann warm gefällt, weil ich bin ja nicht so der Minzfan. Ich hoffe, es ist okay, wenn jetzt hier so die Box mit drinne steht, aber ich kann dann schön reingreifen. So, natürlich wieder aus meiner schönen Tasse. Ein Schluck Tee. Heute trinke ich übrigens, kennt ihr das noch? Ich hatte das als Kind öfter getrunken, von Ricola gibt es so einen Krümeltee. Also diesen kleinen komischen, also es ist nicht im Teebeutel oder so, sondern das ist wie diese Zitronen- und Pfirsich-Krümmeltees, nur als Kräutertee. Und das schmeckt so lecker. Ich liebe den. So, Eisblumen am Fenster. War schon mal schön. Weiter geht's. Pistachio Coconut Cream. Das weiß ich, der hat meiner lieben Katrin vom Kanal Kete Comila richtig gut gefallen. Und ich bin gespannt, wie der mir gefällt.
Achso, ich soll ja noch. Oh, ich darf ja noch gar nicht lesen, was drin ist. Ich muss mal erst schnuppern. Aber ganz ehrlich, bei dem Namen, was soll da noch viel anderes drin sein? Außer Pistazie und Kokosnuss. Also, ja. Schauen wir uns mal an. Ist auch ein schönes großes Melt. So eine hübsche Waffel hier, zweifarbig gegossen. Oh, und Leute. Der ist richtig, richtig, richtig schön. Es ist eine sehr, 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 sehr authentische Pistazie. Also das ist nicht so unbedingt so eine Marzipan-Pistazie, sondern so eine richtige Pistazie. Kokosnuss, finde ich, nimmt man nur ganz leicht wahr und dann eher so die Cremigkeit von der Kokosnuss. Und da steht ja eigentlich Kokosnuss. Also Pistachio Coconut Cream. Aber ich bilde mir ein, sowas leicht Gebäckiges zu riechen. Kann natürlich sein, dass ich mich völlig täusche wegen der Waffelform. Aber der ist toll. Mensch, ist der schön. Richtig schön cremig. Ganz, ganz, ganz leicht süßlich. Aber wirklich nur so ein Ticken süß. Sehr nussig. Sehr schön ist der. Boah. Der gefällt mir richtig gut. Kann ich mir auch super in der Küche vorstellen. Und ganz ehrlich, den könnte ich zum Beispiel das ganze Jahr düfteln. Der ist richtig schön. Pistachio Coconut Cream. Eine unwiderstehlich leckere Pistaziencreme. Ergänzt mit fluffiger Kokosnusssahne, aromatischen Mandeln und klebrigem Honig. Einfach nur dekadent. Also wirklich richtig, richtig lecker. Nichts Gebäckiges drin, aber vielleicht durch die Mandeln so ein bisschen. Und der Honig bringt, glaube ich, so dieses leicht Süßliche rein, was ich gerochen hatte. Der ist schön. Der ist richtig schön, Leute. Oh, auf den freue ich mich. Aber das ist zum Beispiel ein Kandidat, den ich jetzt nicht sofort andüfteln werde, weil der für mich so ein bisschen All-Time-Favorite ist. Den kann ich auch noch später düfteln. Ich konzentriere mich jetzt beim Andüfteln dann erstmal auf die wirklichen noch Herbstdüfte. Vielleicht auch schon so ein bisschen was mit Winter. Aber ja, schauen wir mal. Was haben wir hier? Oh je, mini. So schön eingepackt auch alles in Seidenpapier. Richtig süß. Oh, das riecht sehr floral schon. Irgendwas Florales, Parfümiges rieche ich hier gerade. Autumn Blossom. Den habe ich schon direkt, gerochen, Leute. Floral und Parfümig. Mal gucken. So, das schöne Papier hebe ich übrigens alles immer auf für meine Tauschpakete. Bei mir wird nichts weggeworfen. So, habe ich mal weggelegt. Hier haben wir jetzt sogar gleich drei Stück. Aber ich fange mal mit dem an, den ich schon durch die Verpackung gerochen habe. Den Autumn Blossom. Ja, auch wunderschön gegossen. So zwei Brittelstücke sind da drin. Ich nehme aber nur eins mal raus, dass ihr das auch mal seht. Wie, oh Gott, ist das hübsch. Dem Farbverlauf und dem Glitzer. Also ehrlich, richtig hübsch. Sind auch so kleine, leichte, also so getrocknete Blüten. Ja, könnt ihr auch sehen. Und das ist durch und durch ein Blütenduft. Wie der Name schon sagt. Und ich meine, da ist irgendwas Pfingstrose, Maiglöckchen, Geranie, irgendwie so ein Gedöne drin. Bilde ich mir zumindest ein, weil das ein floraler Duft ist, der mir nicht gefällt. Der ist mir einfach zu dolle, der ist mir so richtig, der ist richtig in die, richtig in your face. Das ist mir einfach zu viel. Er wird noch durch irgendwas abgerundet, ich meine auch so eine Kaschmirnote oder irgendwas wahrzunehmen, was so dieses ganz stark Florale so ein bisschen zurücknimmt. Aber es ist mir trotzdem noch zu dolle. Der ist leider nichts für mich, Kinder. Aber der geht dann wahrscheinlich an meine Freundin Katrin, weil ich glaube, sie liebt ihn. Jetzt schauen wir mal, was hat denn die liebe Dani dazu geschrieben? Hier. Ein zauberhaftes Bouquet aus weißen Veilchen, Jasmin und Schneeglöckchen. Im Zusammenspiel mit spritzigen Noten von Zitronengras, gezuckerter Mandarine und Bergamott. Tonkabohne, karamellisierter Zucker und französische Vanille geben dem Duft Tiefe. Ja, also diese Vanillenote, das habe ich gerochen und dann sind es halt Schneeglöckchen. Schneeglöckchen und Maiglöckchen. Das ist eigentlich das Gleiche. Ich bin da ja gar nicht so firm. Weil da habe ich schon so, dass das irgendwas in der Art ist wie Schneeglöckchen oder Maiglöckchen.
Das habe ich sofort rausgerochen, weil die mag ich überhaupt nicht. Ja, die Vanille, das stimmt. Ich habe ja gesagt, da ist irgendwas drin, was das Ganze nochmal so ein bisschen abrundet. Ich kann mir vorstellen, dass viele Blumenmädchen diesen Duft lieben werden. Wirklich, wenn ihr Blumenmädchen durch und durch seid, ist das euer Duft. Aber ich bin ja nicht so das Blumenmädchen, ne? Ich guck mal, ich frage mal meine Freundin Katrin, ob sie den haben will. Ansonsten habe ich da schon so ein, zwei Leute im Kopf, die das in Tauschpaketen feiern würden. So. Kommen wir zum nächsten Duft, und zwar der Wolfsmond. Also ich habe ja noch nie gelesen. Allein dieses Meld, Leute. Das ist so schön. Guckt euch das mal an, wie wunderschön das ist. Das ist so ein Wolf, und innen in dem Wolf, das könnt ihr auch jetzt gut in der Kamera erkennen, sehe ich, ist da unten so ein Wald mit Bergen und oben ein Wolf, der den Mond anheult. Also ganz wunderschön, Leute. Der ist richtig, richtig schön. Der ist cremig. Der ist leicht pudrig-parfümig. Hat vielleicht auch so einen floralen Touch. Kann sein, dass mich der Name und die Farbe ein bisschen täuscht, aber ich meine, so was Patchouli-artiges oder irgendwas Schweres, Erdendes zu riechen. Der ist richtig schön. Ei. Aber was genau jetzt drin ist, das weiß ich leider nicht, aber er ist sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Der hat auch so ein bisschen so was leicht Frisches, so frische Wäsche-momentartig. Also, ich guck mal, was drin ist. Wolfsmond. Der erste Vollmond des Jahres, auch Wolfsmond genannt, ist immer etwas Magisches. Weiße Blütenblätter und Jasmin und Maiglöckchen in Kombination mit hellen Hölzern, pudrigen Nuancen, werden begleitet von warmem Bernstein und einer dezenten Vanillenote. Also ich war ja mit meinem Floralen schon mal so gar nicht auf dem falschen Weg. Pudrig habe ich auch rausgerochen. Aber dass da Maiglöckchen drin sind. Ich hasse Maiglöckchen, aber in diesem Duft ist es anscheinend so gut versteckt, dass der mir gefällt. Also ich habe ja gesagt, das ist schon was Florales. Das rieche ich auch raus, was Holziges. Rieche ich jetzt gar nicht. Und Bernstein oder Vanille? Vanille macht es vielleicht so ein bisschen cremig und rund. Aber schon, der ist in meiner Nase schon stark floral. Stark floral, pudrig. Und dieses bisschen Erdende kam vielleicht vom warmen Bernstein. Der ist sehr, sehr schön. Muss ich aber mal schauen, ob der mir warm nicht zu auf die 12 ist mit diesem Floral und pudrig. Könnte gut gehen, könnte nicht gut gehen. Ich teste ihn aber auf jeden Fall mal an. Weil der ist wirklich schön. Ich habe ja jetzt schon öfter gesagt, es gibt Düfte, die gefallen mir kalt und so wirklich wunderbar. Ich finde die total schön. Aber für mich als Raumduft sind sie mir dann manchmal einfach too much und ein bisschen zu schwer und ein bisschen zu floral. Dann haben wir hier den Vanilla Sweater. Auch süßes Meld. Das muss ich ja auch sagen. Also die Melds sind immer wirklich sehr, 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 sehr schön. Mit ganz viel Liebe gemacht und Gott, ist das süß. Und so ein Schneemann noch drauf. Ja, und der riecht für mich so einen ganz kleinen Ticken ein bisschen maskulin. Dann rieche ich was Minziges. Aber hauptsächlich maskuline Akkorde. Also ich weiß nicht, was das ist, aber für mich riecht er maskulin, vanillig und frisch. Vanilla Sweater. Was haben wir denn da Schönes drin? Hier ist er. Ein wunderschöner Mix aus frischer Morgenluft, Wacholderbeere, Salbei und einem Hauch Eukalyptus. Abgerundet mit Osmanthusblüte und Alpenveilchen. Helles Holz, zuckriger Moschus und eine extra Portion Vanille sorgen für den Kuschelfaktor. Also ich glaube, das ist der Salbei und die Wacholderbeere, was es für mich so ein bisschen maskulin herb macht. Ja, die Vanille habe ich ja gesagt, das macht es vielleicht so ein bisschen runder. Osmanthus ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine, nicht so eine ganz süßliche Blüte. Aber ich muss sagen, mir gefällt er nicht.
Der hat irgendwas, also ich mag ja eigentlich maskuline Düfte. Aber der hat irgendwas an sich, was mir leider nicht so behagt. Ich glaube, es war Wacholderbeere und Salbei. Ich habe nämlich mal festgestellt, dass ich so Salbeidüfte und sowas gar nicht mag. Er ist nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Anderen Leuten wird er richtig gut gefallen. Aber für meine Nase ist er leider nix. So, das nächste große Päckchen. Was haben wir hier Schönes? So, ich muss mal hier einmal ein bisschen borsteln. So, oh, da sind einige, auf die ich sehr gespannt war. Ich habe ja schon so ein bisschen Spoiler gesehen auf Instagram und ich habe ja auch das Video von meiner lieben Katrin geschaut. Da könnt ihr auch sehr gerne mal beim Kanal vorbeischauen. Sie hat nämlich auch ihre Wachsmacherei-Box abgedreht. Und Katrin ist ja nochmal so eine ganz andere Duftnase als ich. Also schaut gerne bei ihr vorbei. So, dann kommen wir zu den nächsten dreien. Sweet and Pink haben wir hier erstmal. Auch so eine schöne Tafel gegossen mit Lavendelblüten drin. Das klingt, Lavendel ist immer, ja, da bin ich dabei, ne? Lavendel gefällt mir immer sehr, sehr gut. Ja, und das muss man sagen, ich rieche hier eine krautige Lavendel, Pink Sugar. Und das war's, glaube ich. Sweet and Pink. Ja, also dieses Pink Sugar ist wirklich sehr dominant. Hinten kommt diese sehr ätherische Lavendelnote. Vielleicht noch irgendwie so was Süßes, so ein bisschen so Marshmallow-Fluff-Gedöne. Aber ein sehr schöner Duft. Den möchte ich sehr, sehr gerne mal testen. Der gefällt mir gut. Haben wir auf der anderen Seite einen Moment. Wo habe ich ihn denn jetzt? Hat sich versteckt. Wie war der nochmal? Ah, Sweet and Pink. Hier habe ich ihn doch. Ein himmlischer Duft von seidigen Lotusblüten, roséfarbene Lavendel und Sandelholz im Zusammenspiel mit Zuckeraromen, ein Hauch Himbeere sowie goldenem Bernstein und hellem Moschus. Okay, die Himbeere, muss ich sagen, habe ich nicht rausgerochen. Für mich war es eher so ein Pink Sugar und Lavendelduft. Gefällt mir aber sehr gut. Den teste ich sehr, sehr gerne an. Dann bleiben wir bei Lavendel. Lavender Blanket. Dieses Mild. Wie schön das wieder ist, Leute. Das ist richtig dick. Richtig dick ist das. Und das tut einem doch weh, wenn man das auseinanderschneiden soll. Und dieser Gott, wunderschön Lavendel da vorne drauf. Ja, und da rieche ich was Kuscheliges, Parfümiges. Wirklich so einen leichten Wäschemoment. Und Lavendel. Vielleicht auch so ein bisschen Kokosmilch noch oder sowas in der Art. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Also wirklich, der gefällt mir jetzt mit Abstand bisher am besten. Lavender Blanket haben wir hier. Kuschelig beruhigender Duft von Lavendel und Kamille mit süßem Vanillezucker und sanftem Kaschmir. Also Kamille habe ich jetzt nicht rausgerochen, aber sonst ist es ein wirklich schöner, süßlicher Lavendelduft. Ich habe halt irgendwie noch mal so eine kleine, leichte, frische Wäschenote gerochen. Das kann natürlich der Kaschmir sein. Der ist sehr, sehr schön. Auf den freue ich mich. Der wird abends richtig schön in der Lampe sein, wenn ihr hier sitzt. Habt so kleine Lämpchen an, kleine Lichter hier, so diese kleinen LED-Deko-Dinger. Und dann macht ihr euch so was Schönes, Kuscheliges rein. Ach, und dazu noch einen Tee und ein schönes Buch. Dann bin ich im Heaven. So, Oktobersonne. Oktober ist jetzt vorbei. Wir haben schon den 3. November heute. Oder ist heute schon der 4.? Ich glaube, heute ist schon der 4. Ich bin schon ganz wirr, ich weiß nicht mehr. Aber tut ja nichts zur Sache. Kann ja trotzdem noch düfteln, ne? Und das ist auch so eine süße kleine Tafel. Orange. Und da finde ich, rieche ich auch sofort irgendwas Zitrusartiges, Mandarine oder Orange raus. Was aber sehr spritzig und prickelig ist. Ich glaube, es ist Orange. Dann rieche ich ein paar Gewürze, was Zimtiges, Nelke, Kardamom, so was vielleicht. Vielleicht ein Ticken was Cremiges oder so ein bisschen so Sandelholz.
Sehr schön. So ein richtiger, richtiger gute Laune-Duft. So ein bisschen, wenn man, vielleicht den würde ich zum Beispiel an einem sehr, sehr, sehr kühlen, verregneten Herbsttag düfteln, dass ich richtig gute Laune kriege, obwohl so schlechtes Wetter ist. Der ist sehr schön. Sehr frisch, sehr spritzig, sehr zitrisch. Dadurch auch so ein bisschen belebend, deswegen auch gute Laune-Duft. Sehr schön. Oktobersonne. Spritzige Bergamott, sonnengeküsste Orange und warmer goldener Amber sowie trockenes Laub gepaart mit Tonkabohne und Sandelholz hinterlässt ein Gefühl von warmen Sonnenstrahlen im Herbst. Und das tut er. Also der ist wirklich, hat er so was Wärmendes. Und man, deswegen so Sonnenstrahlen und gute Laune. Und dass es Orange ist, hat man auch tatsächlich sofort rausgerochen. Trockenes Laub rieche ich jetzt nicht. Tonkabohne bringt vielleicht so einen ganz kleinen Ticken Süße rein. Und Gewürze sollen da gar keine drin sein. Also ich weiß nicht, was ich da jetzt gerochen habe. Ich meine wirklich, ich rieche so Zimt und sowas. Aber ganz, ganz leicht gewürzig. Nicht so ein typischer herbstlicher Gewürzduft, der euch um die Ohren fliegt. Nein. Ganz zurückhaltend. Sehr schöner Duft. Gefällt mir richtig, richtig gut. Den zum Beispiel werde ich jetzt die Tage, vielleicht sogar heute, entschuldigt, mal andüfteln, weil das ist jetzt so für mich die richtige Zeit dazu. Weiter geht's hier im Text. So. Ich wollte gerade sagen, ich meine, ich rieche schon Rose und hier ist auch ein Rosenduft. Auf den bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, weil Katrin fand den ja richtig schön. Und ich habe ja so eine Vorliebe für Rosen entwickelt, Leute. Ich kann euch nicht sagen, wie das passiert ist, aber ja. Rosen, Pfirsich, Kirsche, sowas alles habe ich irgendwie dieses Jahr für mich entdeckt. Und Pumpkin. Frozen Roses. Das ist auch ein wunderschönes Melt, das gefällt mir so gut. Ich mag diese Diamantkerzen heißen die, glaube ich, nämlich total gerne. Und diese Farben, wie das gegossen ist, zweifarbig und mit dem Glitzer, das ist genau meins. Passend hier zu meiner Wandfarbe. Und der ist wunderschön. Ihr habt wirklich eine leichte Rose. Also ich glaube, das ist keine schwere, dunkle Rose, sondern so eine pudrig, feminine, rosane Rose, die aber trotzdem sehr intensiv ist. Was Frozen-mäßiges. Ja, da ist so eine gewisse Frische drin. Vielleicht auch was, noch mal so ein bisschen was mit Jasmin. Was ist dieses frische, so gefrorenes Salzwasser? Das hört sich total bescheuert an, aber es hat für mich auch so ein bisschen so Salty Sea, eher frische Luft Charakter. Der ist richtig schön. Aber ich glaube, dass der sehr intensiv für meine Nase ist. Deswegen muss ich dieses Melt auf jeden Fall teilen. Aber der ist richtig schön. Gefällt mir unfassbar gut. So, nach was sollst du riechen, mein Schöner? Entschuldigt, ich muss hier tausendmal umdrehen, weil ich den nicht finde. Ah, hier. Wilde Rosen, eiskalte Winterluft und ein Hauch Rosmarin zusammen mit Küstenlavendel und einem Hauch Johannisbeere. Hinzu kommen Note von Geranien, goldenem Bernstein sowie Rosenwasser und Sandelholz. Okay, diese eiskalte Winterluft könnte vielleicht so dieses bisschen Salty Sea Air haben für mich, aber da steht Küstenlavendel. Vielleicht ist das so ein Salty Sea Air Lavendelöl-Gedöne. Der riecht richtig schön. Johannisbeere, sowas Fruchtiges, rieche ich gar nicht raus. Bernstein und Sandelholz auch nicht. Also für mich ist das wirklich ein sehr, sehr rosenlastiger, leicht frischer, frische Luftduft. Der ist richtig schön. Und den kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, jetzt noch am Ende des Jahres oder sogar im Frühling könnte ich den düfteln, weil der so frisch und rosig ist. So, der war schön. Kommen wir zu Sahne-Karamell-Eis. Eieieiei. Karamell ist ja für mich kleine Maginase immer ein bisschen schwierig, ne? Aber
We will see. Nee, und der ist wunderschön. Da ist null Magie. Gar nichts mit Magie. Das riecht wie Werthers Original als Eis. Ehrlich, das riecht eins zu eins wie dieses wirklich Werthers Original, aber halt mit so einem Eiscreme-Touch drinne. Diese Sahne, karamellig. Finde ich sogar so ein bisschen leicht gemütlich. Der riecht sehr, sehr schön. Sehr schöner Foodie-Duft. Auch sehr intensiv, finde ich. Also ich könnte dieses ganze Ding da auf gar keinen Fall rein. Ich muss nur aufpassen, dass mein kleiner Mann das nicht sieht, denn sonst denkt er nachher, es ist ein Eis. Der ist wirklich sehr schön. Gefällt mir. Und das soll riechen nach... Moment, jetzt finde ich es natürlich mal wieder nicht. Entschuldigt bitte. Ich finde ihn gar nicht. Ah doch. Sahne-Karamelleis. Ja, man doch. Der soll riechen nach cremiges Vanille-Sahne-Eis mit kleinen Kuchenstücken und karamellisiertem Zucker. Etwas Mandelsplitter, eine kleine Prise Zimt, Zitronenabrieb sowie geschmolzene Süßrahmbutter. So lecker. Und es ist auch einfach lecker. Und jetzt, wenn ich es lese, ich habe eben so gedacht, der könnte so ein Ticken was Gebäckiges haben. Hat der Duft auch. Sehr schön. Richtig, richtig, richtig toll. Gefällt mir sehr gut, aber kann ich durchaus auch noch ein bisschen später düfteln. Richtig, richtig nice. So, oh, dann sind hier, glaube ich, Scentshops drin. Ah, ich freue mich so. Endlich kann ich das ganze Zeug mal auspacken und dann düfteln. Mei. So, hier haben wir den ersten Liquid Gold. Liquid Gold ist was sehr Parfümiges, Feminines. Der hat auf jeden Fall Amber, Moschus, Kaschmir, sowas drin. Was leicht süßlich, cremiges. Vielleicht so in die Vanille-Tonka-Bohnen-Richtung. Irgendwas ist da noch hinten, was ich nicht... Ist was Fruchtiges? Sehr schöner Duft. Auch sehr cremig, sehr pudrig. Gefällt mir richtig gut. Liquid Gold. Sinnlicher Duft von indischem Sandelholz, Tonkabohne, Kaschmirmoschus mit zarten Unternoten von Rose, Pfirsich und Birne. Also war ich mit meinem Parfümig-Pudrig-Gedöne gar nicht so falsch und es ist wirklich so ein sehr sinnlich parfümiger, schwerer Duft. Aber dann dieses leicht fruchtige macht es noch mal ein bisschen leichter. Rose rieche ich gar nicht raus. Aber so Kaschmir, Moschus und Tonkabohne, das riecht man schon. Ein sehr schöner Duft, sehr schöner Kuschelduft für mich. Finde ich, geht aber durchs ganze Jahr für abends, also sehr schön. Dann Sugared Balsam. Das wird schwer für mich. Ich mag keine Balsamdüfte. Oh, aber der. Ach, wie niedlich da mit der Tanne oben drauf. Der hat auf jeden Fall was sehr Cremiges noch dabei. Was Süßliches. Und da ist diese Tannennote gar nicht so schlimm. Man riecht sie schon, aber irgendwie das Helle hier oben ist irgendwas Cremiges. Sugared Balsam. Grüne Noten von Blautanne, Zeder und Kiefer, abgerundet mit Vanille und einem Hauch rosa Zucker. Okay, dann ist es Vanille, was da oben ist. Und dann ist es vielleicht Tanne, Zeder und Kiefer. Und diese, wow, diese Kombination macht es halt einfach etwas leichter. Ich muss mir überlegen, ob ich ihn andüftel, weil ich so ein paar Duftnasen habe, die Tannendüfte lieben. Und ganz ehrlich, ich werde den nicht lieben. Ich werde den vielleicht andüfteln, weil er mich interessiert. Aber da muss ich einfach mal gucken, ob ich den nicht einfach, weil ich weiß, andere Leute lieben ihn mehr, als ich weitergebe. Aber ein schöner Duft.
Dann geht's weiter mit Cozy Little Ghost. Oh, wie süß der ist. Guckt euch das an. Der kleine Geist mit ein bisschen Glitzer. Und ich weiß nicht was, aber der erinnert mich an etwas, was ich kenne. Sofort im ersten Moment dachte ich, oh, das kennst du aber. Aber woher? Das ist natürlich die Frage, Leute, ne? Hier hinten hat er so ein bisschen was. Was Mandarineartiges? Pass auf, jetzt ist gar keine Mandarine. Nee, nicht Mandarine. Irgendwas, irgendeine Frucht, die aber cremig ist. Ich kenne das. Irgendwie, das, was da drin ist, ich kenne es. Kann es jetzt aber nicht benennen. Ist aber ein sehr schöner Duft. Auch cremig. So ein bisschen, vielleicht so ein Foodie-Touch. Und da, oder, das ist nicht Banane, aber es riecht für mich ein bisschen wie Banane. Kann es gar nicht genau sagen, ey, der ist echt crazy. Aber schön. Cozy Little Ghost, Geisterstunde am Lagerfeuer, eingehüllt in eine Kuscheldecke, während das Feuer knistert. Der rauchige Duft von kokelndem Holz, geschmolzenen Marshmallows zusammen mit kuscheligen Noten von Kaschmir, Tonkabohne, Sandelholz und Kakaobutter. Also nix mit fruchtig oder sonst was. Vielleicht ist das Marshmallow, was ich meine, was so ein bisschen fruity riecht. Aber sonst hätte ich das überhaupt nicht erwartet. Für mich ist das gar kein bisschen irgendwie Fireside-mäßig oder rauchig. Das rieche ich gar nicht. Ich rieche nichts Rauchiges. Er ist süßlich für mich. Also der hat mich jetzt echt das... Okay. Bin ich ein bisschen geschockt jetzt, ne? Aber er ist sehr schön und den werde ich auch sehr gerne selber vertüfteln. Gefällt mir sehr gut. Herbstlicht. Also erstmal, das Meld ist sehr, sehr hübsch gegossen da mit diesem Farbverlauf, so ein bisschen marmoriert mit Glitzer. Und ich glaube, ich habe auch schon wieder hier irgendwo Glitzer. Da ist auch was Zitrisches drin, Mandarine, Orange. Bisschen Gewürze, aber trotzdem leicht cremig. Das kommt da nicht raus. Vielleicht Bergamott. Weil ich auch hier so eine zitrisch-parfümige Richtung rieche. Was Holziges. Und dieses, wirklich dieses Zitrische ist fast für mich im Vordergrund. Zitrisch, holzig, zitrisch. Mein Gott, manchmal bist du mit der Aussprache. Holzig, leicht vielleicht fruchtig, cremig. Der ist interessant. Und ich meine, so einen ganz kleinen Hauch Kakao irgendwie wahrzunehmen. Oder Schokolade oder sowas. Ist wahrscheinlich überhaupt nicht drin, aber naja. Der ist sehr schön. Herbstlicht. Winterliche Gewürze, Röstkastanien, Vanille, Orangenschale, Honig, Mandarine, Zimtrinde, Sandelholz, Patchouli, Eiche und Bernstein. Einfach nur herbstlich. Ja, also das war dann wirklich ist die Mandarine, die ich rieche und die Orangenschale ganz dominant. Winterliche Gewürze rieche ich keine, Röstkastanie auch nicht. Die Eiche kann ich vielleicht noch riechen, weil ich gesagt habe, es ist was Holziges. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr schöner Duft. Ach, mit Patchouli. Hallo, ich liebe Patchouli. Ich habe es gar nicht gerochen, dass es drin ist. Der ist richtig schön. Also der ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Ist auch ein schöner, leichter, frischer Duft. Deswegen, den werde ich auch die Tage gerne mal andüfteln. So, dann geht es hier weiter noch mit Chocolat à la Orange. Das, glaube ich, könnte mir nicht zusagen. Achso, ich muss ja erst schnuppern. Nee. Und
das ist mein, das sind diese komischen Jaffa Cake oder wie die heißen und das ist mein Albtraum. Zart schmelzende Edelschokolade mit hohem Kakaoanteil, gefüllt von Brownie-Stücken und einer Creme aus saftigen sizilianischen Orangen. Nee. Nee. So, Cinnamon Cashmere. Okay, Zimt und Kaschmir. Okay, das ist mal eine verrückte Mischung. Zum ersten Moment habe ich volle Elle Zimt ins Gesicht gekriegt. Das war ein bisschen unangenehm. Und ich glaube, der ist mir zu dolle. Der erinnert mich immer an diese Big Red. Oder wie heißen die, diese komischen Zimt-Kaugummis? Nee. Cinnamon Cashmere. Zimt mal etwas anders. Sanfte Kaschmirnoten verbinden sich mit Nelke, Zimt und Kardamom. Orange, Grapefruit und Bonbon, Vanille komplimentieren den Duft. Ist nicht so meins, sag ich ganz ehrlich. Aber andere werden ihn bestimmt lieben. Dann hier einen Lolli. Da freut sich mein kleiner Bär. Dann den Pinguin Kisses. Auf den war ich ja gespannt. Weil auch dieses Mail so ultra süß aussieht. Und der klingt so, als könnte er mir gefallen. Weil Pinguin Kisses, mein Gott, der klingt so süß. Es ist putzig mit diesem Pinguin. Und der ist sehr süß. Also das ist garantiert irgendwas Kaubonbon, Zuckerwatte, Gedöne mit aber was Eukalyptus-Zimtartigem. Eukalyptus-Minzartigem, würde ich sagen. Ja. Es könnte Eukalyptus sein. Und Kaubonbons. Irgendwelche Süßigkeiten. Penguin Kisses. Süße Zuckerwatte, cremige Vanille, Kokosblütenzucker und frische Minzblätter. So süß und frisch wie ein Pinguinkuss. Ja, also diese Minzblätter, das riecht ihr. Und das andere so Zuckerwatte, Süßigkeiten, Gedöne. Trotzdem interessant, weil ich finde, das hat richtig diesen Minzblattcharakter. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich mache das zum Beispiel im Sommer ganz gerne. Dann gehe ich hier bei uns zum türkischen Laden, hole mir da frische Minze. Und mach mir da draußen einen Minztee. Einen kalten aber, mit Zitrone drin. Und so riecht das. Man riecht wirklich die Minzblätter. Voll crazy. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Toller Duft. Und auch mal so ein bisschen was außerhalb meiner Komfortzone. So, ich wühle jetzt mal den Rest raus, weil da muss ich nicht noch tausendmal da drin rumgucken. Noch ein paar Gummibärchen. So, und das war's. Haben wir noch zwei Düfte. Zimtzauber, so ein kleines Lebkuchenmännchen. Und da muss ich einfach mal schauen. Nee, der ist mir auch zu dolle. Also der riecht für mich so ein bisschen wie so Grießbrei oder Milchreis mit Zimt. Aber ist mir zu dolle. Zimtzauber, heller Biskuitteig, gezuckerte Milch und eine Prise Zimtzauber. Ein leichter, nicht zu aufdringlich gewürziger Duft. Gewürzter Zimtduft mit cremiger Süße. Ja, also das ist tatsächlich so, das riecht echt so ein bisschen wie so Milchreis oder Grießbrei mit Zimt. Aber der ist mir einfach, es ist ein süßlicher Zimt, aber es ist mir zu dolle. So, dann haben wir hier noch den Pumpkin Spice Season, der allerletzte im Bunde. Und der riecht Pumpkin Spice, schokoladig, teigig. Ja. Also der ist schön, den werde ich tatsächlich sehr gerne mal testen, ob das meldet. Leute, ich glaube, mal sterben, ist das süß. Guck dir mal diesen kleinen Lebkuchenmann an. Dann mit diesen kleinen Zuckerperlen da drauf, bisschen Glitzer, zweifarbig gegossen. Sehr schön. Also der ist wirklich sehr schön. Was wäre der Herbst ohne Pumpkin Spice? Zimt, Nelke und Muskatnuss sowie etwas Kürbispüree gepaart mit süßen Marshmallows und einem großen Klecks Schlagsahne. Der ist wunderschön. Also den werde ich auch jetzt die Tage immer auf jeden Fall noch verdüfteln. Der gefällt mir richtig gut. Auch mit diesem Pumpkin Spice Gewürz, dieses Muskatnuss, was man da riecht, aber trotzdem was Süßliches. Der ist sehr, sehr schön. Also den habe ich unterschätzt. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr schöner Duft.
war's schon mit der Box. Dann schauen wir uns nämlich jetzt gleich noch zusammen die Goodies an und dann sind wir schon durch. Krass. Aber alles in allem eine sehr, sehr schöne Box. Hat mir richtig gut gefallen. Überraschungsduft. Okay, das ist irgendwas mit Banane. Da bin ich raus, Kinder. Da bin ich sowas von raus. Dann noch ein Überraschungsduft. So kleine Schokostückchen. Und das ist After Eight. Ja, also ganz klar, finde ich, ist das Schokolade mit so einer Minzcreme drinne. Das riecht für mich 1:1 wie After Eight. Dann noch ein Überraschungsduft. Das ist irgendwas Süßigkeitenartiges. Kaubonbonartiges vielleicht. Geht, finde ich, ein bisschen so in die Richtung Salt Water Taffy. Daran erinnert es mich irgendwie, weil da gibt es ja auch so einen schönen Duft von ihr. Zumindest war der, ich glaube, der war von Dani. Ja. Geht so in die Richtung. Ja. Ist ganz nett, ne? Noch ein Überraschungsduft. Mensch, wie cool. Und der hat irgendwas Zitrisches, was für mich aber nach WC-Reiniger riecht. Es tut mir leid. Nein, der gefällt mir nicht. Jetzt habe ich auch noch Schluck auf. Oh, Lavender Latte. Da bin ich gespannt. Und der ist schön. So eine tolle, süßliche Lavendelnote. Vielleicht so ein bisschen Kokosmilch noch dabei. Mit einer schönen gerösteten Kaffeenote. Der gefällt mir. Der gefällt mir sehr gut. Den werde ich auch demnächst schon verdüften. Und dann haben wir noch einen kleinen Überraschungsduft. Der riecht für mich nach frische Wäsche. Also der hat eine ganz starke frische Wäschenote. Trotzdem was leicht Süßliches. Aber sonst kann ich gar nicht definieren, was es sein könnte. Aber gefällt mir auch sehr gut. Also den, weil die frische Wäschenote hier nicht so stechend ist. Also den werde ich auch sehr gerne mal testen. Wie gesagt, alles in allem war es eine sehr schöne Box. Ich bin sehr froh, dass ich sie doch bestellt habe. Also dass Katrin sie netterweise für mich mitbestellt hat. Denn, also ganz ehrlich, was man da für diesen Preis bekommen hat, das ist wirklich richtig, richtig schön. Allein diese Riesenbox, in der das drin war, mit wie viel Liebe das gestaltet ist, wie toll die Mails gegossen sind und dieser wunderschöne Zettel noch mit dazu, auch alles schön passend in der gleichen Farbe. Also da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und ich freue mich so, jetzt die ganzen Schätze endlich anzudüfteln und wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns ganz bald wieder, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüssi.